ADAC GT Masters, 7. Lauf in Nürburgring, Philipp Eng. Toller, wirklich sehr guter erster Lauf, von 18 auf 7 vorgefahren. Aber was überwiegt nach dem Ende des zweiten Rennens? Die Freude über das tolle Ergebnis und die Erkenntnis, dass man bei den Top-Teams mithalten kann, oder der Ärger über den Unfall im zweiten Rennen? Ja, ich glaube eher die Freude, dass man mit den Top-Teams mithalten kann. Ich meine, ich würde uns da jetzt auch selber dazu zählen. Wir hatten einfach in den ersten paar Rennen ein bisschen Pech. Aber ansonsten war es eigentlich ganz gut. 7. Platz in so einem großen Starterfeld ist mal gute Leistung. Im zweiten Rennen wäre Podium wieder möglich gewesen, aber wurden dann leider auf die Hörner genommen. Deswegen sind wir da ausgefallen, aber im Großen und Ganzen können wir ganz zufrieden sein am Wochenende. Mit welcher Erkenntnis kommt man auch so im Rennen? Was nimmt man sich vor fürs Nächste? Ja, einfach besser machen. Und 7. Platz ist ja jetzt nicht das Traumergebnis. Es ist nicht schlecht, aber natürlich wollen wir da noch weiter vorne und jetzt mal richtig am Podium angreifen. Philipp, zum Abschluss noch die Frage. ADAC GT Masters freut sich über einen großen Erfolg. Es wird live im Kabel 1 übertragen, Rennen für Rennen. Wie erklärst du diesen Erfolg dieser Serie? Gut, wenn man jetzt sieht, letztes Jahr waren, glaube ich, 20 oder 25 Autos am Start. Dieses Jahr waren es in Oschersleben mehr als 40, auch am Nürburgring waren es jetzt 40 Autos. Also die Serie hat sich richtig gut entwickelt. Dementsprechend wundert mich der Erfolg überhaupt nicht, weil damals auch, wie die Formel BMW gekommen ist, mit dem ADAC gemeinsam, war das ein großer Erfolg. Also eine super Serie, ich fühle mich super wohl, perfekt organisiert. Gibt es eigentlich nicht mehr viel mehr dazu zu sagen.